In den kommenden 2 Tagen reisen wir nach Paris. Paris war wie Rom eine Kunstmetropole. Viele Künstler trafen sich dort, tauschten sich aus und schufen neue Kunstwerke. Zu Monets Zeit entschied nur die Jury der französischen Kunstakademie, wer im Louvre, im großen Museum in Paris, ausstellen durfte. Wer da ausstellen konnte, war von der Jury und von der Regierung anerkannt und schaffte es zu großem Ruhm. Die Bilder von Monet und seinen Künstlerfreunden wurden von der Jury zurückgewiesen. Kurzerhand organisierten sie eine eigene Ausstellung. Sie nannten die Ausstellung Salon des Refusés, Saal der Zurückgewiesenen. Natürlich waren alle Menschen neugierig auf diese Protestausstellung und viele schauten sich die Bilder an. Das größte Aufsehen erregte Monets Bild. Die Kritik war überhaupt nicht positiv. Die Besucher meinten, dass gar nicht zu erkennen wäre, was Monet dargestellt hätte. Viele meinten auch, dass das Bild noch gar nicht fertig gemalt wäre. Aber mit der Zeit erkannten die Menschen, dass diese Bilder interessanter waren als die Kunst der Akademiekünstler. Genau die Skizzenartigkeit der Gemälde war das vollkommen Neue. Nicht mehr das große Herrscherbild war interessant, sondern alltägliche Momente. Monet wollte nichts anderes als den Augenblick des Morgens einfangen. Und dieses Bild gab einem ganzen Stil seinen Namen, nämlich dem Impressionismus. Monets Bilder gehören noch heute zu den wertvollsten und teuersten Bildern der Welt.